Na, ihr kleinen Schleicher. Geht weiter mit Silent Hill im großen Grande Finale. Jetzt gilt es an uns, dem Albtraum ein Ende zu setzen. Vorher sind wir tief gefallen, jetzt laufen wir weiter nach oben. In den Überresten des Lakeview Hotels. Wie gesagt, der letzte Kampf, den wir jetzt hier vor uns haben, der ist eigentlich nicht wirklich so spannend. Also ich fand ihn nicht so... Finde ich nicht so spannend wie den gegen Pyramid Head, muss ich persönlich sagen. Kurz das Mikro hier ein bisschen richten. Aus dem einfachen Grund, weil die Musik kickt besser, finde ich jetzt. Und allgemein der Bosskampf ist nervenaufreibender. Weil man diesen Nemesis ja schon zuvor begegnet ist und weiß, was der kann. Und das jetzt hier. Aber wie gesagt, ich wage mich schon, was am Ende wir erreichen werden. Mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Gucken wir mal. Mary? When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die too, James. Los geht's. Can't move. Jetzt so ein richtig gemeiner Angriff, womit sie uns nach oben zieht. Aber das ist auch schon das Einzige, womit sie angreift, wirklich. Ich wollte die Karte nicht auf. Wollte eigentlich abhauen. Das meine ich. Peace. Schießt du hin? Nein. Gut. Lauf, James! Die letzten drei Schuss. Ich muss mich auf die Schrotflinte wechseln. Sag ey, der Kampf ist nicht schwer. Müssen wir ihm die letzte Ölung geben. James.
Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? James. Please. Please do something for me. Go on with your life. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me. I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to
end like this. I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me, but I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Das war's auch mit Silent Hill 2. Wir sind durch. Wir haben sogar, glaube ich, weniger als 8 Stunden gebraucht. Ja, auf jeden Fall ein Spiel, was man echt immer wieder anschmeißen kann. So über die Jährchen verteilt, sage ich mal. So jedes Jahr Silent Hill 2 zocken kann ich auch nicht. Aber ich hatte auch noch kein Let's Play dazu und dachte mir, okay, mit der Enhanced Edition werde ich das jetzt nochmal in Angriff nehmen. Die Texturen auch wesentlich besser aussehen und das Spiel sich auf dem PC auch wesentlich besser steuern lässt jetzt, zumindest vom Gefühl her, als noch auf der PlayStation 2 oder die HD-Version hätte ich rein theoretisch auch rauskramen können. Aber es war ein definitiver Fehlkauf damals, als ich dann gemerkt habe, dass die Umsetzung leider nicht so gut geglückt war und die ja vieles nochmal neu bauen mussten. Das ist, glaube ich, dass sie nur ein Grundgerüst hatten von dem Spiel, die für die HD-Version zuständig waren. Ah, es war HD, aber wenn ich mir das jetzt im Vergleich angucke zu der Version, die wir dann auf der Xbox 360 und der PS3 bekommen haben, ist das schon so ein bisschen... Schade ist es, dass es keine Enhanced Edition von Silent Hill 3 bisher gibt, weil Silent Hill 3 ist auch ein echt sehr gutes Spiel und das einzige Spiel, was definitiv ein Nachfolger eines Silent Hill ist. Weil alle anderen sind quasi wie eine Anthology-Geschichte, also die spielen zwar im gleichen Universum, halt in Silent Hill, in der Stadt, aber jedes erzählt ja auch eine ganz andere Geschichte mit anderen Protagonisten. Und Teil 3 ist es so, dass wir Cheryl spielen, die wir als Kind gesucht haben in Silent Hill 1, und die ist ja jetzt erwachsen geworden, und in Silent Hill 3 spielen wir sie. Und die Charaktere in Silent Hill 3 sind echt gut geschrieben. Also man muss sagen, so Silent Hill 1 bis 3, vielleicht dann noch mit Abschnitten 4, sind auf jeden Fall definitiv
mit die Speerspitze des wirklichen Horror-Gameplays. Weil, wie gesagt, ich finde Resident Evil persönlich, ich spreche nur von mir persönlich, meine Meinung, finde Resident Evil gar nicht mehr wirklich so gruselig. Es ist etwas schon beängstigend hier und da, aber der Großteil ist schon Action. So. Um mir so einen Gegner über den Haufen ballern. Man fühlt sich nicht so verloren und es gibt keine so wirklich tiefe Geschichte wie jetzt in Silent Hill zum Beispiel. Mit, wie soll man sagen, einer anderen Welt, in der man ist und alles verändert sich, weil, ja, die Formel von Resident Evil war bis zumindest Teil 6 immer ziemlich gleich. Jedoch ist das ein oder andere Resident Evil Spiel auch definitiv ein Masterpiece. Auch die Teile, Teil 1, 2 und 4. Wobei ich auch sagen muss, die neueren Teile, jetzt 7 und 8, haben mir auch richtig gut gefallen, haben aber auf mich so nicht den gleichen Impact gehabt wie jetzt Teil 1, 2 und 4. Und mit ein paar Abstrichen auch noch Zero. So was die Haupt-Resident Evil-Teile angeht. Bin mal sehr gespannt. Es soll ja ein neues Silent Hill geben von Blooper Team. Dafür gibt es, glaube ich, noch keine offizielle, wirkliche Bestätigung von Konami, aber Zeichen stehen eventuell gut. Bin ja mal gespannt, ob es da was noch gibt. Ich würde es mir wünschen. Und hier sehen wir nochmal die Credits der Leute, die die Enhanced Edition geschrieben haben. Weil wie gesagt, es ist kein offizielles Ding von Konami, was gepublished wurde, diese Enhanced Edition, sondern es ist eine Mod für die PC-Version von Silent Hill 2. Ja. Also von meiner Seite aus, was das Ende angeht und was die Geschichte allgemein angeht, also Laura ist definitiv tot, genau wie Mary. Und Angela ebenfalls. Und Eddie. Weil das sind Charaktere, die wir zwar physisch in Silent Hill antreffen, wir aber in einer ganz anderen Zeitlinie sind. Weil wenn Laura, nämlich hat sie ja gesagt, letzte Woche erst 8 Jahre alt geworden ist, aber wir 3 Jahre später erst in Silent Hill sind, nachdem das passiert ist, müsste sie ja eigentlich 11 sein. Und deswegen passt es zeitlich nicht. Und daher nehme ich mal stark an, dass die meisten Personen, die wir in Silent Hill angetroffen haben, nicht mehr unter den Lebenden weilen und wir aber quasi einen Zeitsprung zurückgemacht haben nach Silent Hill. Nachdem Mary gestorben war, hat sie ihren Wut und ihren Hass genommen und hat Silent Hill quasi für sich umgeformt in eine Art, ja, Höllenschlund. Und damit James unter Druck zu setzen und ihm zu zeigen, dass sie ihn halt hasst. Aber sie war halt auch sehr im Zwiespalt und das hat sich dann öfters auch manifestiert in Maria, so ist meine Meinung. Und sie wollte ihn aber dann auch wiederum nicht und sie wurde halt jedes Mal von Pyramid Head getötet. Als Zeichen dafür und Pyramid Head ist quasi die dunkle Seite von James. Dass er seine Frau halt getötet hat und ja, das als Bestrafung gelten sollte und er sich selber damit punisht. Er hat ja auch gesagt, als wir gegen die zwei Pyramid Heads gekämpft haben, ich brauche dich nicht mehr, es ist Zeit, das zu beenden. Ja, es gibt ja noch ein DLC, im Englischen Born from a Wish. Und ihr Rang. Das sind diese ganzen Sterne, also wird unten angezeigt, wie viele Sterne es gibt. Neun Ränge? Ich glaube, 5 von 9? Irgendwie. Weiß nicht. Ende erreicht. 1 von 4. 4 Enden gibt es insgesamt, die man erreichen kann. Wenn man natürlich einen Spielstand gespeichert hat, der weiter zurückliegt, kann man natürlich nochmal von vorne anfangen und ein anderes Ende erreichen. Dazu muss man aber wissen, was man tun muss. Aber die anderen Enden, könnt ihr euch gerne auch mal im Netz angucken. Ich persönlich werde nicht nochmal alle Enden nachspielen. Das habe ich schon mal gemacht auf der Xbox. Ist halt schon alles sehr zeitaufwendig. Ja, 6,5 Stunden habe ich gebraucht. Rennung, Rennen 17,42 Kilometer. Objekt 238. Feind durch Schießen erschlagen 6. Feind durch Kampf geschlagen 102.
Ich habe Abschnittszeit 12 Minuten. Das ist echt peinlich. Eigentlich braucht man dafür, keine Ahnung, maximal 4. Schiffshöchstgeschwindigkeit, das wird auch erfasst. 3,5 Meter pro Sekunde Gesamtschaden. 998 Punkte. Abschlussdaten werden gespeichert. Gut. Dann bleibt diese Folge hier etwas kürzer, weil ich würde nämlich noch auch gerne den DLC mit euch spielen, aber würde dann vielleicht etwas zu lang werden. Deswegen beenden wir hier Silent Hill 2 an dieser Stelle und starten dann mit dem DLC Born from a Wish. Nur den englischen Titel. Wie heißt es im Deutschen eigentlich? Aus dem Wunsch geboren. Okay. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es weitergeht mit Silent Hill 2. Aus dem Wunsch geboren. Bis zum nächsten Mal.